危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。おお、すっげえなと。ほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。Ja, Freunde, und damit ein herzliches Willkommen. Ein actionreicher Beginn hier mit dem Weser. Mitsuki sah aus wie der große Bruder von dem vom ersten Part. Der war richtig böse, aber machbar. Der war auf jeden Fall machbar. So, er wartet auf uns. Und ich muss sagen, das Boss-Design gefällt mir bisher wirklich richtig gut. Auch das Kreaturengesang. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier. Da ist ein blinkendes Auge. Ist das ein Auge oder Herz? Ich glaube, ein Herz. Ein Seelenstein. Mitsuki Seelenkern. Den sollten wir natürlich nicht vergessen. Der wird zur Stärkung des Schutzgeistes verwendet. Okay, also Aufleveln ist angesagt und Mission abgeschlossen. Wir fahren fort. Warte da so. Ano Funi. Yonde kureta nda? Ore wa Tokichiro. Omae no na? Ah, er war das. Hide. よし、じゃあ秀の字な。呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ？来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので、喋れないのは何かわけが。あ、すまん。ま、いろいろあるわな。Dämmerung eines Traums. Die Trophäe hat sich gerade freigeschaltet. Besessen von Masura durch Geistheilung. Also, und einen neuen Schutzgeist erhalten. Und einen neuen Verbündeten erhalten. Sehr schön, das war anscheinend nur der, in Anführungszeichen, nur Prolog. Und einen neuen Verbündeten zu haben, ist nicht das Verkehrteste. Also mir gefällt der auf jeden Fall. Der ist witzig. Mal gucken, wohin das führt. Aber man hat auch ganz deutlich gesehen, diesen Konflikt, den wir in uns tragen, unser Charakter, halb Mensch, halb Yokai. Mission abgeschlossen. Das Dorf der verfluchten Blüten. Durch diesen nicht endenden, wollenden Krieg vermehren sich die Yokai immer weiter und tragen den Krieg auch über die Grenzen von Mino hinaus. Das Ringen der Samurai hat bereits die Provinzen Owari und Omi erfasst.
Aber was soll's? Für uns ist das doch die perfekte Gelegenheit, uns endlich einen Namen zu machen. Deine Muskeln und mein Verstand kann nichts aufhalten. Ich verlasse mich auf dich, Hiri. Naja, okay. Schön. Tokichiro ist unser neuer Verbündeter hier im Spiel. Wir erhalten einen Langbogen, heiligen Pfeil, bessere Lederplättchen und rote Spinnenlilie. Da schauen wir mal, was es ist. Seelenkerne wurden nach Verlassen der Mission gereinigt und können eingestimmt werden. Okay, den benutzen wir gleich mal hier. R2 und Quadrat. Neue Fähigkeit. Und das war es hiermit.俺の集めてる霊石には大きな力があった。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力が物を言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、 あやかしや野党がおって命がいくつあってもとな。そこで腕っぷしの立つお前みたいなやつを探してたってわけだ。まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろ、秀の字。 Also, er lädt uns ein, ihm zu folgen, zu einem guten Kunden von ihm, und wir haben herausgefunden, dass er ebenfalls auf der Suche nach Geisterstein ist oder auch Amrita. Das kennen wir auch aus dem ersten Teil. Kurzer Hinweis für alle, die es noch nicht wissen. Das hier ist ein Prequel, also quasi die Vorgeschichte von Teil 1, die es hier auf meinem Kanal auch schon gibt als Let's Play. Das ist also die Vorgeschichte, und wer da weiter nach diesem Teil hier einsteigen möchte, kann natürlich auch gerne in das nächste oder in das andere Let's Play nochmal reinschauen. Dieser Teil wird auf jeden Fall ein langes Thema bleiben, je nachdem wie es läuft. Vermutlich auch noch im New Game Plus gespielt werden. Jetzt schauen wir aber mal weiter nach, was es hier gibt. Also die nächste Hauptmission wäre die hier. Jetzt gibt es aber auch noch Nebenmissionen. Der finstere Wald. Und ja, was soll ich sagen? Das Spiel ist so anspruchsvoll, dass man hier wirklich jede Mission mitnehmen muss. Also ich muss auf jeden Fall jede Mission mitnehmen, damit der Charakter einigermaßen stark bleibt im Level. Deswegen schauen wir jetzt mal rein hier in die erste Nebenmission, der finstere Wald. Außerdem gibt es Loot, Bergbanditenbeile. Offenbar hat sich eine Bande von Dieben im Wald eingenistet. Sie haben in den Dörfern in der Umgebung Angst und Schrecken verbreitet. Aber eines Tages hörten ihre Angriffe einfach auf. Sollten sie verschwunden sein, wäre das natürlich wunderbar. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin sicher, dass etwas anderes hinter dieser Sache steckt. Und keine Sorge, sollten die Banditen doch noch da sein, werden sie dir kaum das Wasser reichen können. Komm, machen wir uns auf den Weg. Okay, Tokichiro. Ob er uns tatsächlich begleitet? Allerdings, bevor es losgeht, gerade noch rechtzeitig eingefallen, sollten wir uns aufleveln natürlich. Zumindest ein Level ist möglich. Das geht auch direkt hier in Fähigkeit. Und ansonsten wird man hier, werde ich dann Konstitution auf 10 bringen. Und dann Magie auch, wegen der Omyo-Magie. Also, wahrscheinlich Konstitution, Fähigkeit und Magie als erste Adresse hier beim Aufleveln. Wir sind aktuelle Belastung 69, heißt aber noch B. Wunderbar, sollten wir weitermachen. Und jetzt geht's los. Der finstere Wald.
Und ich hoffe, Tokichiro hat recht, dass die uns nicht das Wasser reichen können. Dieser mit einer üppigen Pflanzenwelt und reichlich Wasser gesegnete Wald diente lange Zeit allerlei Tieren als Zuflucht, bis die Schrecken des Krieges ihn erreichten und in einen Ort verwandelten, den die Lebenden nicht mehr zu betreten wagen. Die Pflanzen nahmen nach und nach die stärker werdende dunkle Energie auf und verwandelten sich. Wurzeln und Efeu wucherten so schnell, dass sie dem Wald rasch eine unheimliche Atmosphäre verliehen. Gelegentlich werden mutige Abenteurer durch Gerüchte über Geistersteine hierher gelockt, doch nur wenige kehren zurück und die Leichen der anderen dienen dem Wald fortan als Dünger. Das ist makaber. Die Leichen dienen fortan als Dünger. Ja, sieht auch sehr gemütlich aus. Ein wenig Blattwuchs lässt die Umgebung vermissen. Sicherheitssafe. Und jetzt würde ich natürlich gerne ein bisschen mehr. Ach, da steht er schon. Okay, dann sprechen wir ihn mal erst an. Hidenoji. Sassa to resegi atsumete. Hayame ni hikiage yo. Okay. Schnapp dir die Geistersteine. Aber er bleibt anscheinend hier. Er kommt gar nicht mit. Alles klar. Dann mach du mal schön einen entspannten da. Danke für die Pfeile, das war nötig. Okay, also unsere Aufgabe ist hier erstmal die Geistersteine sammeln. Dann schauen wir mal. Ah, jetzt dachte ich gerade, ich hätte eine Abwehr-Kombo freigeschaltet. Habe ich aber noch nicht. Dafür aber diese Kombo hier. Und die Abwehr-Kombo kommt dann mit dem nächsten Aufleveln. Gib das her. Das gehört mir. Alles verwuchert und verrankt. Und hinter jeder Ecke kann natürlich irgendwas lauern. So, da war doch irgendwas. Ach, guck mal hier. Hopp, hopp. Zurück, mein kleiner Freund. So, der hockt da und wartet auf uns. Aber macht ganz schön Schaden. Und kann auch ganz schön viel einstecken. Vergiss es. Alright. Also Frage, ob hier weitergehen oder unten nochmal schauen. Guck mal kurz um die Ecke, ob hier noch irgendwas noch gelegen hat. Umwerfen, eine Abkürzung. So, mal kurz schauen, wo wir sind. Genau über einer Schlucht. Und dieser Jockel, da hat schon die Kiste geplündert. Zu spät.
Okay. Okay, eine Kiste hat er uns übrig gelassen. Nein, sogar zwei. Nein, eine. So, Geisterstein. Da freut sich Dokihiro. Ja, die Frage ist wirklich, ob jetzt hier direkt weiter oder noch unten. Das lässt mir keine Ruhe. Ich muss nochmal unten reingucken. Wie weit es da geht. Kurze Orientierung, genau. Ja, da träumst du von. Aus dem Hinterhalt. Alright. Okay. Nee, das war's dann schon. Das waren dann nur die beiden, die hier rumstanden. Mehr war's nicht. Und hier jetzt auch nicht lang. Okay, alles klar. Dann haben wir das kurz abgeklärt. Dann können wir hinten weitermachen. Zumindest bis zum nächsten Schrein. Oder wir gehen hier nochmal lang. Hier liegt auch noch was. Also, Pfeile sind wirklich Gold wert. Ach, okay. Jetzt kann man von beiden Seiten kann man hier rumgehen. Wow, 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 wow. Beinschienen des Soldaten. Ich glaube, da ist unsere Ausrüstung besser. Kräutermedizin. Danke. So, da geht's zum Haus. Hier ist noch ein anderer Gang, den kennen wir noch nicht. Heiliges Wasser. Okay, das war der Durchgang. Dann geht es hier weiter jetzt. Also, schön ist auch, dass wenn man etwas anderes eingestellt hat, also hier zum Beispiel diese Kombo, dieses Schlagkombo, das macht sich im Kampf dann wirklich direkt bemerkbar. Also es ist wirklich ein Vorteil hier. Ein merkbarer Vorteil, wenn man hier den Charakter weiterentwickelt und ja, Schlagkombos erweitert. Und jede Erweiterung ist wirklich, wirklich Gold wert. Jeder Schlag, den man zusätzlich landen kann. Jede kleine Verbesserung. So, und da oben ist doch, da ist doch ein Schrein dahinter. Okay. Ich sehe auch gerade, es ist Zeit. Die Zeit vergeht. Dann hier nochmal aufleveln. Jetzt die Frage, ich gucke nochmal kurz. Also Mut gibt eigentlich auch zwei Punkte auf die Beile. Fähigkeit müsste aber
Fähigkeit jetzt 1. Das ist ein bisschen komisch, dass ein Mut jetzt 2 Punkte gibt. Auf die Weile. Ich setze aber hier, wie gesagt, erstmal auf Konstitution. Bisschen ein paar Lebenspunkte. Bis 10 und dann machen wir weiter mit Waffenausbau und vielleicht auch nochmal Ausdauer. Wir werden sehen. Also, hier geht's weiter. Mal gucken, wohin sich dieses Gebiet noch erstreckt. Es ist auf jeden Fall ziemlich verzweigt. Dann war's das für diesen Part. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.